Das Leben und das traurige Ende von Gustav Fröhlich. Gustav Fröhlich, 21. März 1902, 22. Dezember 1987, war ein deutscher Schauspieler und Filmregisseur. Gustav Fröhlich wurde als uneheliches Kind in Hannover geboren und wuchs bei Pflegeeltern auf. Bevor er Schauspieler wurde, arbeitete er kurze Zeit als Redakteur einer Provinzzeitung und als Autor populärer Romane. Während des Ersten Weltkriegs meldete er sich auch freiwillig als Pressesprecher im besetzten Brüssel. Gustav Fröhlich begann seine Bühnenlaufbahn Anfang der 1920er Jahre an kleineren Theatern in Deutschland. Schnell erreichte er bedeutendere Rollen und trat als der Prinz von Homburg am Deutschen Theater unter der Leitung von Max Reinhardt auf. Eine der ersten Filmrollen Fröhlichs war 1922 der Komponist Franz Liszt in Paganini. Er trat zuerst mit einer Tourneefirma auf und dann auf den legitimen Bühnen in Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Nachdem er sich als Schauspieler in Fritz Langs Metropolis, 1927, einen Namen gemacht hatte, verließ Fröhlich das Theater für den Kinofilm. Zu Beginn von Metropolis war Fröhlich nur für die Rolle eines der Arbeiter vorgesehen, doch 4 Wochen nach Beginn wurde er von Fritz Lang zum Hauptdarsteller befördert, als Thea von Harbou ihren Mann auf Fröhlich aufmerksam machte. Obwohl der Film selbst ein finanzieller Misserfolg war, etablierte er ihn als führenden Filmstar in Deutschland. Bemerkenswert war er auch durch seinen Auftritt in Asphalt, 1929, in dem seine zurückhaltende Leistung auch heute noch beeindruckend ist. 1930 wurde er nach Hollywood berufen, um Rollen in deutschen Versionen amerikanischer Filme wie Die Heilige Flamme und Kismet zu spielen. Er trat oft in Musicals oder Komödien als romantischer Held und smarter Gentleman auf. 1933 führte Fröhlich bei dem Film Rakoczymarsch Regie, in dem er auch die Hauptrolle spielte. Er führte bei weiteren 7 Filmen Regie und war bis in die 1950er Jahre Drehbuchautor bei 5. Im Dritten Reich blieb Gustav Fröhlich, neben Hans Albers, Willi Fritsch und Heinz Rühmann, einer der bedeutendsten männlichen Stars des deutschen Films. Von 1931 bis 1935 war Fröhlich mit dem ungarischen Opernstar und der Schauspielerin Gitta Alper verheiratet, mit der er ein Kind, Julika, hatte. Er war mit der Schauspielerin Lida Barowa verlobt, bis sie sich mit dem NS-Propagandaminister Josef Goebbels einließ. Es gibt auch eine unbestätigte Geschichte, dass Fröhlich Goebbels in einem Anfall von Eifersucht geohrfeigt hat. 1937 vermietete er sein Haus in Berchtesgaden an Hitlers Architekten Albert Speer. 1941 diente er im Landschützenregiment der Wehrmacht und heiratete im selben Jahr Maria Hayek. Sie blieben bis zu ihrem Tod 1987 verheiratet. Gustav Fröhlich war nur selten an NS-Propagandafilmen beteiligt, was ihm nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer neuen Filmkarriere verhalf. Nach dem Krieg blieb er ein vielbeschäftigter Schauspieler, aber seine Rollen wechselten mit zunehmendem Alter von Hauptdarstellern zu Nebenrollen. Seine wohl bekannteste Rolle in dieser Zeit war in Die Sünderin, 1951, mit Hildegard Knef, in der Fröhlich einen todkranken Maler porträtiert. Die Sünderin sorgte wegen ihres offenen Umgangs mit mehreren Tabus wie Nacktheit, Selbstmord und Sterbehilfe für einen Skandal. Fröhlich zog sich 1956 generell aus dem Filmgeschäft zurück, schaffte es aber noch bis Anfang der 1980er Jahre, gelegentlich in Film und Fernsehen zu spielen. 1973 erhielt er den Deutschen Filmpreis für sein Lebenswerk. Ab 1956 lebte Fröhlich in Lugano, Schweiz, wo er 1987 an den Folgen einer Operation starb.